Runde 2, willkommen zurück. Diesmal mit LKWs und wir haben Güllefässer hinten dran. Wir starten in umgekehrter Reihenfolge. In Position 1 ist der Kater, dann kommt der Kim Jong Flo, dann kommt der Hidan und ganz hinten der Gewinner vom ersten Rennen, Madlex. So, diesmal sind es nur zwei Runden. Diesmal sind es nur zwei Runden. Wir haben die Strecke leicht modifiziert und wir können auch richtig hupen hier. So, ja. Wir sind bereit, glaube ich, ne? Ist jemand nicht bereit? Bin bereit. Gut, dann können wir starten. 3, 2, 1 und. Oh. Oh, jetzt habe ich einen Fehlstart gemacht. Mach nicht. Was? Ey, Kater, nicht drängeln. Kater ist eingeschlafen am Steuer. Du hast's gemerkt. Oh, bin ich in Führung? Menschenskinder. Ja, bei der Karte alle blockiert. Danke, Karte. Oh, hab ich nicht. Guckst du mal an. Ich überweise dir die 10 Euro dann. Ey! Ja, ich werde hin und her geschleudert, ich kann nicht lenken. Behindert euch rüber da hinten. Achtung, abbremsen, Kurve. Jetzt muss er dran sein. So. Ich seh's. Lass dich nicht vorbei, nein! Ich sehe euch nur im Rückspiegel. Alter, was ist denn da los bei euch, ey? Das ist mein... Soll ich stoppen? Nee. Nee, es geht schon. Ja, wir schaffen es auch alleine wieder raus. Ich schaffe das. Du lenkst links und ich lenk rechts. So, ich will dich nicht anhalten. Fahren doch schon wieder alle. Echt? Ja, wir kleben ein bisschen aneinander, aber wir fahren noch. Ach so. Ja. Oh. Ja, aber ich bin schon am Bauernhof jetzt, ne? Ich sehe dich noch, ich bin noch gar nicht weit weg von dir. Okay. Ich finde es nur schön, dass ich mal in Führung liege. Mhm. Lachst du doch vorhin auf für 5 Sekunden. Vor uns einen Baum gesehen, da stand dein Name dran. Pass mal auf, dass ich nicht die Gülle gleich anschmeiße hier. Ja, ein Scheißspiel. Ja. Beschissenes Rennenergebnis für dich, ne? Oh, jetzt fahre ich den Berg runter hier am Hof. Ich habe ein bisschen Angst, ne? Gib einfach Vollgas. Wenn du ihn querstellt, müssen wir abbremsen. Ja. Ach, da hinten kommt auch die Haarnadelkurve. Ach du Scheiße, da fahre ich jetzt direkt drauf zu. Ja, liebe Zuschauer, liebe Abonnenten. Aber der LKW lenkt besser als der Pickup. Ja, das stimmt, ja. Ja, liebe Abonnenten oder Zuschauer, ich fahre jetzt hier auf die Haarnadelkurve zu. Ich sehe meine Gegner schon im Rückspiegel. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich befürchte Schlimmes. Oh, hier steht ein Bienenhaus mitten auf dem Weg. Wer hat denn das da so bescheuert? Das steht schon die ganze Zeit da. Echt? Echt? Ja. Ah, ich war das nicht. So, ich bin um die Haarnadelkurve bin ich rumgekommen. Sehr schön. Ach du Scheiße, kommt gleich die Brücke. Oh nee, ey. Ja. Aber das Gute ist, wenn ich zuerst auf der Brücke draufstehe, dann kommt ihr nicht mehr drum rum. Ja. Wir schieben dich einfach durch ins Bienenhaus. Ich geb lieber Gas, ey. Ich wär schnell weg, ey. Oh, ich hab's geschafft, ey. Sehr schön. Puh. Ich weiß zwar nicht, wie ich's geschafft hab. Ich hab dich um die Kurve geschoben. Du hast mich um die Kurve geschoben? Na, guck doch mal, wo ich bin. Ach, du bist direkt hinter mir. Scheiße. Jetzt seh ich dich auch in meinem Rückspiegel. Oh, ich kann meiner Schieben helfen. Oh, sollen wir ja, stoppen? Das ging nicht anders, der stand plötzlich vor mir. Sollen wir stoppen? Nein! Achso, der Kater kam den Weg nicht hoch. Das werden wir die nochmal voll werden, die Fässer. Mhm, und es schön hin und her schwappt. Ja. Oh Gott, ich sehe euch im Rückspiegel, ey. Ich hab ein bisschen Angst, ey. Na, guck halt nicht hin. Ja, wo soll ich denn sonst hingucken? Nach vorne auf die Straße. Nee, guck nur in den Rückspiegel. Guck nur in den Rückspiegel. Wieso fährst du schneller als ich? Ich geh da schon Vollgas. Gar nicht schneller als du. Hä? Ich nehme wahrscheinlich nur die Kurven ein bisschen besser. Sicher? Möglich, ich nehme es ein bisschen enger. Vielleicht löst das ein bisschen was aus. Außer mit Mario Kart Soundtrack, da schaffst du alles. Ja. Ja. Außerdem nutze ich den Windschatten. Ja, stimmt.
Das hätten wir auch mal testen, ob es hier im LS15 auch Windschatten gibt. Wir fahren die maximale Geschwindigkeit, da wird es kein Windschatten geben. Ey, du hast die Straße abgekürzt, habe ich gesehen. Bienenhäuser sind auf der Markierung, denke ich. Ach so. Du hast doch gar keine Chance, überholen zu können bei der dünnen Straße. Soll ich hier rechts, ja, rechts abbiegen? Jetzt, das siehst du doch. Kannst aber auch geradeaus fahren. Du musst dann gleich wieder links, ja. Kannst aber auch rechts anhalten und auf die Karte schauen. Nach dem Weg fragen. Ja. Beim Zirkus, ne? Ach, hier habe ich abgehängt ein bisschen. Schön. Schön, die erste Runde ist gleich vorbei. Geh endlich auf die Seite. Okay, oh, schlag die. Auf welche Seite soll ich gehen? Nicht was? Du, er hat dich versucht wegzuschieben. Ach so. Die beiden kappeln sich ein bisschen hier. Ja, es ist ganz schön einsam hier alleine in der Spitze, ne? Also. Bist du gar nicht weit weg, was laberst du denn für eine Scheiße jedes Mal? Ich gucke doch nicht mehr in den Rückspiegel rein. Ich habe mich um einen Platz verbessert, ich bin glücklich. Ja, ich habe mich gleich um drei Plätze verbessert. Du warst zwei am Start. Mein Platz. Mein Platz nimmt mir keiner weg. Vielleicht aber. Alex, wir müssen uns was überlegen mit dem Flo da vorne. Ja. Kann nicht angehen, dass der nur aufgrund seines politischen Staates hier gewinnt. Ja, das wird wirklich ein Staatssieg, wenn ich so weitermache hier. Aber ich muss mich trotzdem noch konzentrieren. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Oh, sorry. Voll Luca. Wollte ich nie. Oha. Sagte er und schob weiter. Ja, was soll ich denn machen? Ich wäre gerade fast. Ich wäre fast gerade gegen Bienenhaus gefahren. Oh, schade, nur fast. hätten wir Tieflader genommen, dann hätte es hier mehr Katastrophen gegeben, das sage ich euch. Warum? Naja, weil die Tieflader mehr nach links und rechts ausscheren. Oder weil das dauernd die... Das Lied ist perfekt, genau die Hälfte vom Lied ist jetzt rum gewesen. Was meinst du, Madlex? Weil du dauernd die Rampen ein- und ausklappen kannst, wenn einer hinter dir ist. Stimmt, das ist aber auch eine gute Idee. Ja, aber welches Mario... Hörst du Mario Kart gerade? Von dem neuen Mario Kart haben sie ja die Sternenstraße aus Mario Kart 64 neu rein nochmal überarbeitet habt. Ja. Und haben sie auch die Musik überarbeitet, richtig. Ah. Ich weiß nicht, ob du das hörst im Hintergrund. Nein. Ah, jetzt höre ich es ein bisschen, ja. Ich habe es ganz leicht gehört, aber ich höre es nicht wirklich. Konzentriere lieber aufs Fahren. Was? Konzentriere dich lieber aufs Fahren. Nein, also besser fahren. Ich nicht. Aber ich liege immer noch ganz schön weit in Führung, ne? Du kommst nicht weiter weg. Das ist Einbildung. Einbildung ist auch eine Bildung. Ne? Aber eine Scheißbildung. Ja. Aber besser eingeschissen als zwei. Und ich muss sagen, vorhin warst du viel weiter weg in der Runde. Echt? Und da hat man deinen Namen. Boah, ich bin schon wieder fast gegen Bienenhaus gefahren. Ja. Ich werd nervös langsam. Gut. Das. Ich mach deine Madlex nur noch richtig nervös. Ich frag mich die ganze Zeit, ob ich die schieb oder nicht. Ich glaube nicht. Vermutlich schiebst du ihn ja. Er sagt jetzt nur, dass du ihn nicht schiebst. Ich merk's jedenfalls nicht. Oh, jetzt muss ich den Berg hochkämpfen hier. Jetzt verliere ich doch schon wieder an Zeit. Mit hier. Wie viel Geschwindigkeit fährst du den Berg hoch? 45. Wir müssen auch den Berg hoch. Nee, dann schiebst du mich nicht, Madlex. Ich fahr auch nur so schnell. Oh nein. Oh, Glück gehabt, ey. Ich bin fast gegen das Bauernhaus hier gefahren. Ach Flo, mach doch mal was. Das ist langweilig. Was sollen die Abonnenten von dir denken? Ich weiß auch, dass ich einfach ein gemeiner Chef bin vielleicht. Nee. Das denken die eh schon, deswegen abonnieren sie dich aus Angst. Ja, stimmt. Ach, der Kater ist da ganz hinten. Ja, lass doch mal den Kater vor. Ja, bremst doch ein bisschen ab. Ja, mach ich doch schon. Ich bin dort, wo ich hingehöre. Ich fahr schon mit halber Geschwindigkeit. Ja, deswegen fährt so schnell. Wieso habt ihr den Speedmod nicht? Geh dann, fahr ihn rein. Schieb ihn weg. Jetzt hab ich die Chance. Ja. Verdammt. Nein. Hab ich gereicht. Oh, Glück gehabt, ey. Ah, es kommt noch die Brücke. Dann schieb ihn auf die Brücke, ja. Nein. Ey, ganz ehrlich. Dina, du fliegst raus. Nee. Nein. Scheiße. Ich trink's, kommst du nicht mehr vorbei. Trink's, wenn du jetzt nicht zurückkommst, kommen wir nicht mehr vorbei. Scheiße. Wenn du jetzt da schiebst, kommen wir nicht mehr durch. Oh, Glück. Was macht ihr da? Ey!
Ja, danke. Boah, ich bin noch bin ich Erste. Irgendwas habt ihr euch wieder sortiert? Ja, ja. Ich glaube schon. Ich hänge, Alter, ich hänge an unsichtbaren Sachen an der Brücke gerade. Verdammt. Auf der Brücke hänge ich. Stopp. Was, oder? Stopp? Nee, hängt nicht. Was? Ey, ich nicht mehr. Ich bin hinten auf der Strecke stehen geblieben plötzlich. Ohne jeden Grund. Hm, ich höre. Auch in der Mitte auf der Brücke, stimmt's? Irgendwie. Ja, Mensch. Das ist gut. Einfach Stopp sagen und mich überholen, ne? Da gehört ein Schild hin, verboten für LKWs. Oder ein Aufkleber hinten drauf. Wie gefällt dir mein Fahrstil? Aber wie jetzt können wir noch Stopp davon überholen? Stopp! Was hört? Wir können ja, wenn wir jetzt am Ziel sind, die Anhänger abwerfen und die letzte Runde nochmal eine Runde ohne Anhänger fahren. Ja. Das kann so abwerfen, dass man dran vorbeikommt. Ja. Ja, so musst du halt irgendwie versuchen, ja. Aber erst nach der Zielgeraden. Ja, ihr merkt einfach, dass ihr keine Chance habt gegen Kim Jong-Flo, ne? Was ich euch nämlich, was ich euch nämlich nicht erzählt habe, ne? Ich habe eure Güllefässer voll gemacht. Ah, ihr das selber, ob es voll ist oder nicht? Nein. Habt ihr nicht den No-Gülle-Mod? No-Gülle-Mod. Bin halt so, dass du keine Gülle mehr erzählst. Ja, genau. Ja. Wo seid ihr? Auf der Karte? Hm. Wir fahren Richtung Ziel. Oh, so weit bist du gar nicht abgeschlagen noch. Boah, Glück gehabt. Ich wär fast gegen die Brücke gefahren. Nein! Haha. Scheiße. Oh Gott, der Metlex. Hey, was machst du denn? Ziehst du mich reingefahren? Ich hab's im Spiegel gesehen. Sehr gut für mich, das klingt gut. Ja. Metlex blockiert wieder alle. Du bist in mich reingefahren. Ja, weil du plötzlich rübergezogen kamst. Ah, das ja, weil du in mich reingefahren bist. Nee, das war's dann auch, als du rübergezogen kamst. Wenn du nicht reingefahren wärst, dann hätte ich Flow bekommen. Dann mach doch Warnblink nächstes Mal, damit du ja siehst. Oh, ey, wenn ich jetzt keine größeren Fehler mehr mache, dann denk an die dritte Runde. Mach. Aber erst nach der Startziellinie abwerfen, ne? Nach ja, der Start, nach der den Karte, zwei nach. Bienenhäusern. Nach welchen Bienenhäusern? Da kommen zwei Bienenhäuser gleich nach der Startlinie. Ah, okay. Oh Gott, es hat geleckt. Ja, bei mir auch kurzzeitig. Oh. Automatisch speichern. Ja. Speichern jetzt! Jetzt! Wenn ich in der Kurve bin am besten. Wo ist Metlex? Ich sehe ihn. Ach, da sehe ich ihn. Nein, in der Haarnadelkurve. Tja, wenn ich jetzt mit drei rote Schildkrötenpanzer. Ja! Wenn ich jetzt nicht noch irgendwie zufällig irgendwie blöd auf den Pass raufkomme oder in Ohnmacht falle, habe ich das Rennen gewonnen. Nee, dritte Runde. Du nur noch die dritte Runde ohne Anhänger. Ach so, die dritte Runde ohne Anhänger. Okay. Nach den Bienenhäusern nach vorne kannst du ihn rechts ablegen. Oder links. So, dass man raus. Jedenfalls nicht auf der Straße. Da auf die Wiese irgendwie drauf und abschmeißen. Okay. Hab ich. Aber so wirklich schneller sind wir nicht geworden. Nee. Ja. Nicht wirklich. Nee, aber. Ich auch eben. Ich schätze wirklich schon ab. War's das? Ja. Jetzt hast du schlenkerst nicht mal so extrem. Was, ihr habt geschlenkert? Du kannst wahrscheinlich die Kurve schneller nehmen. Habt ihr nicht den No-Schlenker-Mod? Oh Gott, ich sehe Madlex im Rückspiegel, ey. Das macht mir ein bisschen Angst, ey. Bin einsam. Soll ich mal ein bisschen näher kommen? Ja, versuch mal. Aber ich gebe ja Vollgas die ganze Zeit. Ich glaube auch. Ja, nicht. Oh, gleich muss ich wieder einen Berg hochkämpfen. Ach, scheiße. Ich habe schon wieder Angst vor dem Berg, ey. Du hast doch diesmal nichts hinten dran. Ja, ganz echt, das ist aber auch echt fies, wenn man sagt, wir fahren zwei Runden und wenn man feststellt, ah, da ist einer uneinholbar vorne, dann zu sagen, ja, wir fahren heute dritte Runde. Uneinholbar, du fährst die ganze Zeit den gleichen Abstand zu uns vorne weg. Ja, aber ist doch uneinholbar. Nee, ist ne? Nicht uneinholbar, ist nur ein Fahrfehler entfernt. Ja, aber ich habe ja keinen gemacht. Den trickst ja, jedes Mal wieder. Wieder an und ich mache dauernd Fahrfehler und kriegen dich trotzdem immer wieder. Ja, weil ich immer wieder bremse für euch. Nein, dann bremst mal. Nein. Am besten im Berg hoch. Ja.
Ich bremse auch für nordkoreanische Holzfäller. Das ist mein neuer Autoaufkleber. Aber wenn Madlax so weiterfährt und die Kurven immer so schön schneidet, dann hat er mich echt gleich. War ich auch schon die ganze Zeit. Ich höre ihn doch schon. Ach du Scheiße, der ist direkt hinter mir. Mama mia, ey. Oh. Ich sehe ihn richtig groß und fett im Rückspiegel. Ist ja auch keine Kunst, dass ich guck mal, den seine Vorsprung und guck mal deine an. Deine sind Schlängelinien und dann geht gerade. Ja. Ich hätte es doch recht zumachen können, da wäre voll gegen Spinos gedonnert. Nein. Sag mal, hat die Grün weniger PS? Komm. Ich weiß nicht. Jetzt mach doch mal. Hey. Juhu. Tschüssikowski. Danke. Das hast vielen du Dank, auch ich gebe dir einmalige Chance und du machst nichts draus. Seid ihr nett, TS, also Grüße für den TS. Was? Der Kimaro oder so hat mich angeschrieben gerade. Egal. Oh, scheiß Lex, ey. Immer an derselben Stelle, wo ich hängen bleibe, oder die Lex. Ich ey, was ist denn jetzt los? Ich jetzt kann nicht mehr fahren. Soll ich stoppen? Achso, nee, ihr fahrt direkt nebeneinander. Ja, ich muss dich aus der Kurve schon überholen, weil du nicht fährst. So, ich glaube, ich bin jetzt wirklich uneinholbar vorne. Ja. Ich werde zwei egal Runden. Was du da machst. Oh, jetzt, ich hasse das. Ich werde ständig von dem Typen angeschrieben und jedes Mal schmiert mein Spiel dadurch ab. Was soll denn das? Ich bin die Mauer gleich von der Freundesliste. Ach, das seid ihr wieder. Nicht, dass er dich dann vom Server band. Ey, der soll aufhören zu schreiben, ich kann nicht fahren dadurch. Das ist unfair, das ist Behinderung. Guck doch nicht hin. Ich guck doch nicht hin, aber das blendet doch Steam in dem scheiß Spiel, das mal ein. An Kirikimaro, schreib weiter. Wahrscheinlich guckt er auch gerade Twitch. Sag ihm mal, dass er Flo anschreiben soll. Ja. Ey, wenn der mich anschreibt, dann muss ich ihn leider umbringen. Egal. Du lässt ihn umbringen. Ich lass ihn umbringen, genau. So, wo seid ihr denn schon wieder, ey? Wir sagen, wir fahren noch eine zweite Runde. Ohne Auflieger. Ja, und was bringt das? Wenn ihr jetzt schon 3 Kilometer weg seid? Dass es ein bisschen besser ausgeglichen ist. Ja, ausgeglichen. Damit du nicht Erster wirst, Mensch. Du, da können wir noch 100 Runden fahren, dann wäre ich immer noch Erster. Da fahren wir 100 Runden Sprit ausgehen, so wie du fährst. Wahrscheinlich ist vorher mein Tank alle. Wahrscheinlich. Also wenn Autos hat es mehr Spaß gemacht, die sind wenigstens mehr geschlittert. Ja. Aber ich muss ja auch mal irgendwo gewinnen. So. Sehr gut. Jetzt übers Feld drüber noch, dann ins Dorf rein, habe ich das Rennen gewonnen. Ich hasse den Typen lang. Ich hasse den Typen. Hey, du hast abgekürzt. Was soll denn der Scheiß? Der Kater bescheißt. Was? Der fährt einfach zwischen den Bienenstöcken lang. Bienenstock? Ja, allerdings, warum ich die Kurve gefahren bin, weil bestimmt nicht wegen der Aussicht. Du hast keine Kurve gefahren, du bist rechts gegen den Stock geknallt. Weil ich die Kurve fahren musste da lang. Ja, ich musste ja ausweichen bei dir. Sag mal, wo seid ihr? Ach, hier seid ihr richtig weit weg, ey. Ja, der bescheißt ja am laufenden Band, deswegen holt er auf. Ich glaub. Was? Ja, Madlax holt mich jetzt nicht mehr ein. Ich glaube, er hat das Bescheißen von Flo gelernt. Wieso? Ja, aber tüchtig. Was? Wenn Flo nicht gewinnt, ändert er einfach mal die Naturgesetze und alles ist wieder gut. Trennen mich ja gleich zwischen die Häuser wieder durch. Oh Gott, ich bin fast gegen die Wand gefahren. Was? Warte mal. Kannst du nochmal machen, ich hab's nicht gesehen. Sollen wir jetzt noch eine Runde fahren oder nicht? Ja, noch eine Runde. Boah, ey. Fahren wir noch eine Runde. Ich fahre jetzt auch freihändig. Mir tun schon die Arme weh. Ich muss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fahr mit der rechten Hand. Ups, ich bin ausgestiegen beim Fahren. Du kannst mit der rechten Hand auch mit den Pfeiltasten fahren. Nee, mit der rechten Hand und den Pfeiltasten kann ich nur nach links und rechts gucken. Doch, das geht. Nein. Da kann ich doch mal aus. Ja, hab ich das schon gemacht. Dann gucke ich nach oben und nach unten. Hab ich schon ausprobiert. Keine Sorge, ich lasse euch nicht. Soll ich noch mal bremsen ein bisschen? Soll ich, ja. ein,
Soll ich 1 km langsamer fahren vielleicht? Fahr mal in mich rein. Hahaha, wieso? Ich werde freiwillig Dritter werden, wenn du Zweiter wirst. Träum weiter. Jetzt gebe ich wieder Vollgas. Jetzt habe ich das 1 km/h wieder zugelegt. So, jetzt gebe ich nämlich richtig Gas hier. Boah, ich habe Angst, ey. Gleich kommt wieder diese Stelle hier. Und ich kann. Schaute, kannst du noch ein paar Bienenhäuser platzieren? So mitten auf dem Weg oder so, oder? Kurz vor Flo. Boah, das wäre doch auch mal ein Live-Spektakel, wenn du vom Himmel fallende Hindernissen ausweichen musst. Musst du Road Rampage holen, was bei Steam gibt. Da ist sowas dabei. Road Rampage? Oder das heißt, wurde auf Motorrad für den anderen Motorradfahrer. Da gibt es eine Einstellung, da fliegt vor dem Tornado, der Autos runterfallen lässt, genau vor dir. Oh! Alter, ihr Opfer, ey. Was ist denn passiert? Direkt vor meinen Augen wurde ein Bienenhaus platziert. Mach weiter, das ist lustig. Hat es denn wenigstens euch beide blockiert oder nur einen? Nein. Alter, ey. Immer macht die Hütte hier! Oh, wie soll man da durchkommen? Oh, das wird eng. Ja. Oh, scheiße, ich häng fest. Oh. Ihr seid doch blöd. Du musst... Interessant, Leute. Ja. Hast du wieder überhaupt durch? Das ist ja unfair, wir passen selber gar nicht mal durch, was ihr da platziert habt. Doch, da passt man durch. Bin durchgekommen. Nee, da passt es nicht mehr durch. Ey, wer kürzt das schon wieder ab? Man passt da nicht durch. Tschüss, doch, man passt da bei ihm einen durch. Wir stehen doch davor, wir kommen nicht hier durch. Was? Du hast jetzt kommt Danke. Ich hab nicht... Ja, ich warte hier auf dich hier. Ja, danke. Stopp. Nee, weiter. Ach so. War jetzt mies. Ihr seid wahrscheinlich gerade so durchgekommen, wahrscheinlich. Aber wir kommen mit der kompletten Breite nicht mehr durch. Nee, komm, komm mal. Der jetzt schon wird abgekürzt. Ey, Flo hat abgekürzt, Karte, ja. Du beginnst einen Krieg, den du nicht beenden kannst. Ich hab ihn schon verloren. Ich hab nur einmal abgekürzt, aber... Ja, einmal reicht schon. Ja, aber wir haben vorher haben wir 2 Runden mit Anhänger gefahren, dann sind wir 1 Runde ohne Anhänger gefahren. Ja, und? Ja. Was macht der Strohballen hier? Warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Bleibt die Frage, wie kommt Scheiße aufs Dach? Mit der Leiter? Weiß ich nicht. Ach so. Ich krieg noch so Hitzewellen. Warte mal, hat Madlex nicht gesagt, er wird freiwillig Zweiter, wenn ich nicht Erster werde? Ja. Ja. Er wird freiwillig Dritter, wenn du nicht Erster wirst. So klasse, glaube ich, gesagt. Nee, ich werde freiwillig Dritter, wenn er Zweiter wird. Ja, aber du bist jetzt gerade Erster, ne? Ja. Das heißt, Tidan müsste uns beide überholen. Ja. Ich weiß, müssen wir erstmal gucken, wo ihr seid. Da vorne seid ihr nur. Ja, gleich sehen. Du musst nur schauen, wie kannst du Abkürzungen, ohne dass wir dich sehen. Codec? Gleich kommt die Stelle mit dem Feld, da kannst du dich austoben. Ja, und du kürzt hier nicht ab, oder wie? Nee, ja. Ich nicht. Über die Wiese hier? Ich fahr da, wo die Bienenhäuser die Strecke markieren. Ach so, ja, das hast du ganz clever gebaut, ne? Ja, aber du kannst ja die gleiche Fahrbahn fahren. Ja, das habe ich vorher die ganze Zeit nicht gemacht. Scheiße. Oh! Du wusstest es nur nicht. Ey, Showtek, das ist ein Witz, oder? Mach davon eins weg. Hat Showtek. Dankeschön. Du kannst von mir aus was hinstellen, aber nicht so. Und so, dass man noch ausweichen kann. Was hat er denn jetzt hingestellt oder wo er gesagt? Ja, 2 Bienenhäuser nebeneinander, dass man nicht mehr durchkommt. So. Ach ja, beim Zirkus da oben oder was? Direkt auf dem Feld. Vorm Feld, ja, irgendwie, ne? Oder wo man aufs Feld drauf fährt. Och Gott. Das kommt doch schon wieder von hinten. Ja, siehst du mich im Rückspiegel? Vor dem ist man nur sicher, wenn man mit dem Arsch an der Wand steht.
Aber auch dann hast du noch eine Öffnung vorne. Ja, das ist mir dann auch egal. Wer ist denn überhaupt Erster von euch? Ich noch. Es wird langsam Zeit, dass du mal ausbremst, damit er nicht mehr Erster wird. Ja, aber Showtech hat auch irgendwie die Häuser so bescheuert hingebaut. Ach. Wärst jetzt fast falsch abgebogen. Ja, fast, ja. Och. Noch eine Runde? Ja, jetzt können wir noch eine Runde fahren, ja. Okay. Jetzt ist es auch gerade spannend. Oder wir hängen die Anhänger gleich wieder an. Das können wir auch machen, ja. Lass die Anhänger anhängen. Okay. Dann geht's mit dem Anhänger nochmal eine Runde, oder was? Ja. Sollen wir nochmal warten, bis alle da sind? No. Oh. War das jetzt ein Nördern, ja, von Malia Klecks? Weiter. Wie ist denn der Karte? Ach, red mal nicht drüber. Da kommt doch gerade der Zielgeraden. Den überrunden wir gleich noch. Ach, da ist er. In seiner ersten Runde ohne. Ey. Psst, psst. Was denn? Psst. Dann beschmuren alle. Oh, ich warte mal auf dich, ich will es ein bisschen spannender machen. Madlex ist gegen Bienenhaus gefahren. Schön. Oh, Madlex hat den Server verlassen. Hä? Madlex? Madlex? Du bleib nochmal stehen. Ja. Ich bleib da auch gerade stehen. Ich glaube, Madlex hat jetzt gerade timed out. Wirklich? User in your channel timed out. Ja. Aber guck mal, er ist gegen dieses Bienenhaus hier gefahren, hier vorne. Da ist er gegen gefahren und dann hat er timed out. Und er hat auch A gesagt, ne? Habt ihr auch noch gehört, ne? Ja, wahrscheinlich hat's gerade geleckt oder so. 3, 2, 1, go! Ja, toll! Oh mein Gott, was ist denn das hier? Mal die Treppen! Hat den Terrier hingestellt! Aber das kommt jetzt richtig geil unerwartet, muss ich sagen. Respekt ja. An den Bauer. Ja, Windpark öffnen. Ehrlich, mit den Treppen an dem Winddingern habe ich jetzt gar nicht mehr dran gerechnet, dass der da hinkommt. Ja, ihr seid Stunden auf der Map und seht, wie er die Dinger platziert und ich komme drauf und sehe es sofort. Ja, wir haben nur die Winddinger gesehen, aber ich habe jetzt nicht mehr dran gedacht, dass da auch Treppen dran sind. Da habe ich jetzt gar nicht hingeguckt. Ich weiß, was er noch angestellt hat unter dessen. Oh ja, ich ahne Schlimmes für das Feld, wo wir noch drüber müssen. Ja. Ja, ich auch. Und auch über die Feldwege, die jetzt gleich kommen. Oh ja, das wird auch noch schlimm. Solange er sich bewegt, ist schon auch okay. Der hat es ja schon hingebaut wahrscheinlich. So richtig mit Winkelmaßen ausgemessen, wo was hin muss. Ja, das würde ich auch fast vermuten. Das ist das, was schon das Hindernis. Der stand voll drin da, oder? Ach so, das war das? Oh, wo ich dran gepoltert bin. Hier steht ein Bienenhaus. Wie so ein Elefant, wenn man will überholen, mit einem Kamm mehr wahrscheinlich und dann zieht einfach rüber. Oder in your face. Ich hänge irgendwo. Ah, jetzt geht's wieder. Also die Hitboxen von dem Anhänger sind sehr interessant. Ja. Ja toll, jetzt hätte er noch Bäume platziert. Ich sehe nichts, Oh, jetzt sehe ich wieder was. Hinter mir schiebt, das bringt nichts, wenn du hinter mir schiebst. Ja, mach. Ja. Ach, Nein! Ja, fahr direkt auf Stuhle, Flo. Die was? Bah, geradeaus. Ja. Einfach in die See rein. Alter, waren wir vorhin auch so langsam den Berg hier hoch? Ja. Ich glaube, da hat man mehr Geschwindigkeit über die Brücke. Ja, wahrscheinlich. So, was kommt sonst noch alles?
Wahrscheinlich am Schluss noch ein paar Kärcher. Wo man fast nicht sieht. Doch nicht auf solche Ideen. War das ja echt fies, ey. Und noch ein paar Solaranlagen. Nee, der hat schnell die Map umprogrammiert, wo der Rücksetzpunkt für die Fahrzeuge sind. Da ploppen dann so vor uns LKWs, Autos, Trecker, fallen alles runter. Blub, blub. Ja, solange mein Tanker nicht zurücksetzt. Und dann noch die 50.000 Heuballen, die den Berg runterrollen kommen. Boah, das letzte, was wir lesen, war, ja, Rechner hat sich gerade für den Verrollung aufgelöst. Giant Engine funktioniert nicht mehr. Giant Engine verweigert die Funktion. Ja. Aber stimmt, wir könnten auch mal Heuballen so einen Berg runterrollen lassen irgendwann. Ja, aber beim nächsten leider Special. Nicht genug Zeug. Beim nächsten Special dann. Heuballen wettrollen. Das wär's nochmal, ja. Ich glaube, dann crashen wir über die Physik-Engine. Mhm. Glaube ich nicht. Aber so eine farbige LKW-Kombination hat schon sowas für sich. Ja, stimmt. Sieht schick aus, finde ich auch. Habt ihr jetzt eigentlich alle einen eigenen Truck bei Truck Simulator, oder? Nein, noch nicht. Noch nicht? Ich habe noch nicht geschafft, Missionen zu spielen. Weiter. Wieso? So. Na, ich wollte mal wissen, was ihr jetzt genommen habt eigentlich für Trucks. Die Wecke. Ha. Ich habe nämlich Heimvorteil, ich fahre nämlich genau denselben Truck wie im Spielklauf. Nimm mal in. Mhm. Mhm. Man. Eat like a man. Oh, ich weiß nicht, ob es dieselbe, genau dasselbe ist, aber die Marke halt. Nein! Also, bist du denn bekloppt, den Armwind zu bauen? Wenn er dieselbe Fahrdynamik hat, tust du mir jetzt Shit. Leid. Ich häng fest. Stopp! Okay. Ich häng im Bienenhaus. Direkt drin und komm nicht mehr raus. Wo bist denn du? Ach, bist du, das da hinten hin und her ruckelt? Nee, ich hänge hier im Bienenhaus fest. Welches doch verkaufen? Ja, Schultag, verkauf mal. Danke. Kann weiter. Nee, warte mal, ich muss noch mich noch rausfahren. Warte, noch nicht. Netflix. Ja, ich war ja ein bisschen dichter dran bei euch, ne? Kann weiter. Ja, ich fahr doch schon wieder. Weiter. Jeha! Ey, was das? Eine Sprungschanze. Hat er überall Rampen eingebaut? Ey, jetzt gewinnt er wieder, der Fuck. Rammt doch selber auch. Nein. Ich hab doch gar nicht gerammt. Ja. Was ist denn jetzt? Oh. Alter, die Kurve hier. Ein Lichtstreif am Ende des Horizonts. Na ja, schon wieder weg. Mal weiter rausscrollen, damit ich sehe, was hier hinten anstellt. Das Problem war, versuch mal deine Rückspiegel und Seitenspiegel und Ding zu gucken. Du hast keine Chance. Die Nein! Ramm ihn! Mist. Können Scheiße machen, wie sie wollen. Ich bin einfach zu blöd, das auszunutzen. Noch eine Runde? Ja, das wird jetzt zu spät, glaube ich, langsam. Das wird doch immer besser. Ja, es wird eigentlich echt immer besser, ja. Los, Matt, Max, überhol ihn, das Scheiße. Ich hab Max noch nicht ausgebremst. Hau ruck! Ja, jetzt stehen wir hier. Sehr schön. Ja, sehr gut. Ich hatte nämlich ausprobiert, wenn ich rückwärts fahre, kann ich nicht wegschieben. Mach dein Schlusswort und kann ich abbrechen. Ja. Kater, wenn du nicht auf mich draufgefahren wärst, sondern mich überholt hättest, wärst Dritter geworden. Nee, du warst schon mit dem Fahrrad drüber. So, ja. Nee, das, noch nicht ganz. Das war der Grand Prix von Björn Holm mit eindeutigen Wettbewerbsveränderungen während des Wettbewerbs. Es hat aber sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, so viel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, das stimmt. Ja. Ich hab die Kärcher vermisst. Ja, ich hab die Kärcher auch noch vermisst, naja. Stimmt. Ja, noch was wissen, du springst über die Rampe und dahinter siehst du nur die Kärcher in der Luft. Also, wir danken auf jeden Fall für, ich wollte gerade sagen 500 Abonnenten, aber es sind ja jetzt aktuell, glaube ich, 277, zumindest jetzt Stand gerade. Wir werden jetzt definitiv das nächste Special bei 500 Abonnenten machen. Und auch da gibt es wieder was zu gewinnen.
überlegen uns mal was. Es wird aber ähnlich hochwertig sein wie der Landwirtschaftssimulator 2015 oder den ersten DLC. Vielen Dank für alle, die uns supporten durch Likes, Kommentare und Abos. Macht weiter so. Und auch an die ganzen Helfer und Mitspieler. Eigentlich kann man nicht Helfer, ist ja falsch, Mitspieler. Also wie gesagt, Madlex, Carter, Hidan, Showtech, vielen Dank an euch alle und auch die, die jetzt heute nicht dabei waren. Tricks natürlich auch, klar, bevor den wir vergessen. Ne? Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Jetzt dürft ihr alle Tschüss sagen. Und winken. Tschüss. Machen wir jetzt noch